Das nächste Rennen der Saison findet auf dem Suzuka International Racing Course statt. Es ist die einzige Strecke im Rennkalender, die die Form einer 8 hat. Die Start- und Zielgerade ist die einzige DRS-Zone auf dieser Strecke und ist daher eine gute Überholmöglichkeit im Rennen. Die erste Kurve fährt man nahezu mit Vollgas und für die zweite bremst man nur etwas an. Sie wird im vierten oder fünften Gang durchfahren. Nun folgen die S's. Wenn man hier einen Fehler macht, zieht sich das durch die ganze Kurvenkombination hindurch und man verliert viel Zeit. Die kommende Linkskurve 7 sollte man versuchen mit Vollgas zu durchfahren. Man holt weit aus und kann außen den Curb etwas mitnehmen. Nun folgen die zwei Degner-Kurven. Man geht nur leicht auf die Bremse, nimmt den Curb innen mit, sollte sich nicht zu weit heraustragen lassen und in der zweiten Kurve ist ein guter Ausgang wichtig. Nun folgt die Haarnadelkurve. Hier kann beim Anbremsen auch gerne mal das vordere rechte Rad stehen bleiben. Sie wird im zweiten Gang durchfahren. Am Ausgang ist es wichtig, die Traktion gut auf den Boden zu bringen, denn es folgt eine kleine Vollgaspassage. Als nächstes folgt die Löffelkurve. Man bremst beim 50 Meter Schild an und nutzt die gesamte Streckenbreite aus. Es ist schwierig, den zweiten Scheitelpunkt gut zu erwischen, da man ihn sehr spät sieht. Es gilt, einen guten Ausgang zu erwischen, da eine lange Vollgaspassage folgt, welche eine gute Überholmöglichkeit im Rennen ist. 130R wird locker mit Vollgas durchfahren. Für die kommende Schikane wird kurz vor dem 100 Meter Schild gebremst. Sie wird im dritten Gang durchfahren und die Curbs werden stark mitgenommen. Im Qualifying gilt es, in der letzten Kurve so lange wie möglich links zu bleiben, da die Zeitnahme sehr schnell kommt. Das war eine Runde hier in Japan.